Hallo, heute melden wir uns von PüsoTV hier aus Berlin, vom Hackischen Markt, mit einer Wahlkampfaktion, wie Sie hinter mir sehen können. Und es ist natürlich ein sehr internationaler Platz hier. Das heißt, man bekommt Leute aus Norwegen, Amerika, Israel, Frankreich und natürlich auch Deutschland. Aber was wirklich auffällt bei so einem internationalen Publikum ist, dass egal wo die Leute herkommen, sie wissen, dass die Krise da ist und sie wissen, dass es auch richtig dicke kommen wird. Und deswegen sind die Leute gar nicht so sehr erschrocken über unseren Hauptwahlkampfslogan Gemeinwohl statt Faschismus. Weil ob man eben nach Detroit guckt oder nach NRW oder in anderen Ländern, natürlich Griechenland und Spanien, es ist klar, dass hier ein schleichender und jetzt mittlerweile sich beschleunigender Wandel von demokratischen Institutionen hin zu nicht demokratisch gewählten Institutionen passiert, die dann einfach über das Leben von Menschen entscheiden, wer leben darf und wer sterben muss. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, das genauso sehen, dass es nicht eine Krise im System ist, sondern eine Krise des Systems, und mit den Lösungen, die wir vorschlagen, Trennbankensystem, dann Einführung eines vernünftigen Kreditwesens in der Tradition von Hamilton, Geld in die Hand nehmen für die wirklich wichtigen Sachen, Infrastruktur und Speerspitzentechnologien und dann den Wirtschaftswiederaufbau weltweit. Wenn Sie damit übereinstimmen, dann nehmen Sie sich doch die Zeit und kommen mit an unsere Informationsstände, verteilen Sie Flugblätter, schreiben Sie einen Leserbrief an Ihre Zeitung, dass es uns gibt, dass wir Lösungen seit Jahren vorgeschlagen haben, auch vor der Finanzkrise. Wenn Sie keine Zeit haben, auch mit uns mitzukommen zu Stadträten oder Bundestagsabgeordneten, was wir nach wie vor machen, dann helfen Sie mit unserer Kampagne, indem Sie großzügig spenden. Denn wir haben keine Hedgefonds oder Stiftungen hinter uns. Wir sind auf die normalen Spenden von Bürgern angewiesen. Helfen Sie mit, denn es geht auch um Ihr Leben.